Katze wird sich nachher freuen, ja. So. Hallo, ja, wie gesagt, ich bin Deutsch als Fremdsprachelehrerin, das heißt, ich versuche Menschen, die nach Österreich kommen, die deutsche Sprache näher zu bringen. Da gibt es vor allem zwei große Aspekte, die man berücksichtigt. Ja? Das eine ist der soziolinguistische Aspekt. Was bedeutet das? Das heißt, man vermittelt den Menschen, wer darf was, wann, wie, zu wem sagen. Ja? Also es kommt manchmal vor, dass Teilnehmer zu mir in den Kurs kommen, Lehrerin, oder wie geht's? Und dann sage ich, ja, gut gehört in der U-Bahn, gut gehört im Fernsehen, aber besprechen wir das Wort oder mal. Ja? Darf ich das zu einem Freund sagen? Was meint ihr? Ja? Ja, wahrscheinlich schon. Darf man es zu einer Freundin sagen, also zu einem weiblichen Freund? Weniger höre ich da zum Beispiel, ja. Darf ich es zu meinem Chef sagen? Nein, nein, ja, bitte nicht, ja. Außer Sie wollen sich jetzt irgendwie bei ATV bewerben, ja, dann ist es vielleicht ein Einstellungskriterium. Aber ansonsten, nein, nein, ja. Okay, okay. Gut. Ja. Also das ist die Soziolinguistik, die gleitet aber auch oft ins Klischeehafte natürlich ab und ins Stereotype. Und man kann jetzt nicht sagen, wenn du das machst, passiert das auf jeden Fall, dann mögen dich die Leute. Das spielt es in der Realität halt leider nicht. Ja? Deswegen ist mir die Grammatik lieber, das ist der zweite große Block, ja, neben der Soziolinguistik, die Theorie. Ja? Weil da kann ich wirklich sagen, wenn du das machst, ja, wenn du diese Regel befolgst, dann ist der Satz richtig oder er ist einfach falsch. Ja, ja oder nein, schwarz oder weiß oder bunt. Ja, bunt und rund. Die Grammatik ist nicht immer nur trockene Theorie. Die Frage, die ich auch anfangs quasi gestellt habe, ist das deutsche Verb situationselastisch? Ja, das schauen wir uns jetzt an. Da gibt es zwei ganz wichtige Regeln. Wo darf das Verb sein und wie sind alle anderen Teile im Satz um das Verb gruppiert. Ja? Dazu bringe ich dann, wenn ich gut gelaunt bin, eine Honigmelone mit in den Kurs und sage, schaut, ihr müsst euch das deutsche Verb vorstellen wie unsere Sonne. Ja? Das Verb ist unsere Sonne, es ist fix, es bleibt auf einem Punkt, in unserem Fall auf Position 2, sagen wir. Das ist fix, ja, also das bleibt hier. Und die Planeten kreisen alle um die Sonne, ja. Zum Beispiel, ja, der blaue Planet, die Erde, ja, das kreist wunderbar um das Verb herum. Die Erde, das ist das Subjekt, sagen wir mal, ja. Also wir, sagen wir einfach, wir sind heute beim Science Slam, ja. Position 1, da muss immer was sein, dann kommt das Verb und dann kommt der Rest, ja. Und das Subjekt mag das Verb sehr, sehr gern, die Erde mag die Sonne sehr gerne, ja, ohne die sind wir alle tot, inklusive Bienen, ja. Also, das heißt, das Subjekt entfernt sich nicht, ja, das ist hier oder ist hier, ja, hat eine feste Umlaufbahn, ja. Dann gibt es andere Komponenten im Satz. Ich habe hier jetzt einen roten Ball, das ist Mars, ja, der andere Planet, hört sich auch an wie März, steht also für die Zeitinformation. Ja? Also März, ja, die Zeitinformation kann genauso ihre Umlaufbahn ziehen, ja? Kann auf Position 1 sein. Heute sind wir beim Science Slam. Wir bleiben schon da, ja? Also wir tauschen nicht den Platz, nein, nein. Wir bleiben bei der Sonne. Ja? Gut, und ihr habt es wahrscheinlich schon erraten, dasselbe passiert jetzt auch mit Saturn. Saturn ist ein Ort, ja, wir können dort einkaufen. und der Saturn hat die größte Umlaufbahn. Die Regel im Deutschen ist, Ortsinformationen sind ganz weit hinten angesetzt. Der Ort ist uns nicht so wichtig. Lassen wir da hinten. Ja? Wichtig ist, dass man versteht,
dass unsere Umlaufbahnen immer gleich sind. Also die fangen jetzt nicht auf einmal an, solche Achter zu drehen. Ja? Also wenn die, eins, also der, die Zeit hier vorne ist, verschiebt sich hier hinten nichts. Dann ist dieser Platz halt einfach frei. Ja? Und somit wissen wir jetzt schon die wichtigsten Regeln im Deutschen. Das Verb ist auf Position 2 und ist fix. Und das Subjekt, wir, sind entweder vorne oder hinten, ja? Also vor oder hinter dem Verb. Und somit kann man schon wichtige Fehler vermeiden, wie man es zum Beispiel macht, wenn man gut Englisch kann. Today I am at Science Slam. Heute ich bin. Ja? Das funktioniert eben im Deutschen nicht. Und ich bin dann immer ganz glücklich, wenn ich so in die Runde schaue bei meinen Teilnehmern und mir denke, ach, die haben das verstanden in sehr kurzer Zeit, ja? Einfach nur ein paar Bälle, super. Ich frage dann so ganz kollegial, gibt es noch Fragen? Wenn man dann intelligente Teilnehmer hat, sagen die, gibt es noch Fragen? Warum ist das auf 1? Ja, ich habe die Ja- und Nein-Fragen vergessen. Entschuldigung, ja, da ist das Verb auf Position 1, da ist das anders. Gut, Panik kommt dann bei mir natürlich auf, weil alles ist umsonst gewesen und ich sage, mach das Buch auf. Lest den Text auf Seite 22. Ah ja, und beim Imperativ ist das auch so, ja. Entschuldigung, ja. Gut, man möchte dann schnell weg aus der Klasse. Ich möchte auch runter von der Bühne und frage aber jetzt noch zum Schluss in die Runde, ja. Es geht um diese Honigmelone. Wer kann mir denn sagen, wann das Verb nicht auf 1 ist, nicht auf 2? Sondern, ups, das gibt's ja auch noch, ganz am Ende vom Satz. Wie? Ja.